Herzlich willkommen zu Ellen Weg mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir sollen dem Sheriff folgen, Sarah. Barry konnte sich in der letzten Folge gerade mal so durch einen Sprung retten. Oh, da ist noch einer. Nicht gut. Mann, das dauert ewig hier. Ich denke, ich habe hier eine Hochleistungstaschenlampe. So. Da ist eine Thermoskanne. Wir können durch den Buchladen. Wheeler sollte hinten auf dem Hof auf uns warten. Was ist denn bloß los mit allen? Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Der ist hier unten. Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Halt, haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Ah, das ging. Ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Uah, also Sequenz. Uah. Ist hier noch außer der Thermoskanne was anderes? Ah, Batterien. Die nutzen das wirklich aus, dass Sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von Ihren Alex Casey-Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Cynthias Arbeit. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls, markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Wartet mal, ich gehe jetzt noch mal nach oben schauen. Vielleicht gibt's ja hier noch was Schönes. Was Spannendes und was zum Spielen. Und Schokolade. Ja, Schokolade wäre jetzt schön. Halt! Kann man den da Licht anmachen? Ich kann hier nichts machen. Ja, ich gehe runter. Ich folge jetzt Sarah. So, durch die Tür. Klack. Auf den Hof. Ich sehe Barry nicht. Ein... Da, Wake. Ist er das vielleicht? Das ist der Weg zum Hubschrauber. Gut. Oh, hier rein. Ah, guckt mal, was ich gefunden habe. Eine Leuchtpistole. Und sonst ist hier aber nichts weiter, ne? Nein. Die ist schon hilfreich. Ich nehme aber wieder die andere. Sarah? Da geht's lang, Sarah. Oh. Ah. Schon auf dem Weg. Wo geht's jetzt lang? Da? Ah, hier brauchen wir keinen Schlüssel. Oh! Es liegt hier alles. Die habe ich, glaube ich, ne? Jagdgewehr nehmen. Leuchtmunition nehmen. Blendfackel. Blendfackel. Gut. Da. Batterien. Könnte alles gebrauchen. Gut. Die Lampe haben wir, ne? Handlampe nehmen. Handlampe genommen. Aha.
Die hätten ein anderes Geräusch gemacht eben. Steht hier was Wichtiges drauf? Nein. Das ist die Kirche. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Körperliche Arbeit. Machen wir Pause. Und jetzt? Den Angriff überstehen. Aha. Alles klar. Da kommen sie. Noch gar nicht geschlossen. Oh, Lampe aufladen. Kommt der denn hoch hier, wa? Die Lampe ist gut. Da ist er. Der traut sich bloß nicht. Jagdgewehr ist auch gut. Nachladen. Jetzt geht's von da los. Echt? Das habt ihr schon mal gesagt. Ah, das ist so ein Fixer hier. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Oh! Sie steht aber auch viel daneben und guckt zu. War das jetzt alles? Hab ich das Gefühl. Ist hier noch wer? Lade ich auf. Nicht, dass wir das alles nochmal machen müssen. Da ist noch einer. So schnell. So, erstmal wieder Ruhe. Und jetzt? Ist offen. Na los, Wake. Oh, warum hast du die Tür nicht gleich aufgemacht? Jetzt nehme ich den Revolver. Ich spare mal ein bisschen Jagdgewehrmunition. Ob hier irgendwas von Munition auf den Bänken rumliegt? Erinnert mich ein bisschen an die Kirche vom Modern Soul Suspect. Hier. Habe ich auch gespielt. F. Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht. So. Das Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Tja. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Wieso? Tja, das ist Tradition. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar, der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. So. Aber hier ist ja Licht, dachte ich. Eben noch. Mal schauen. Das sind nur Kartons. Geht schon los. Das ist ein Ofen. Hier geht's weiter. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob hier noch was liegt.
nicht so gut. Aber ich gehe nicht zu- Dort! Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Meine Thermoskanne. Flasche. Die da. Nein, anderes Regal. Die da. Nimm sie. Gut. Mach Platz. Wir müssen hier lang. Ich kenne den Weg. Ich bin hier schon mal lang geirrt. Das sah so aus, als ob da was war. Ja. Wir sind damit durch, ne? Ich drücke. Haben Sie den Notruf gewählt? Der hat wohl das Licht gesehen, hä? Ah. Barry. Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann. Wie Knoblauch gegen Vampire. Ja. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los. Wir müssen erstmal zu dieser Kiste. Ordentlich Munition fürs Jagdgewehr, glaube ich. Ja, das reicht erstmal. Ist hier noch irgendwo was? Habe ich was übersehen? Ich komme. Barry fetzt. Mit seiner Weihnachtsbaumbeleuchtung. Wie versorgt er die überhaupt mit Strom? Wir müssen das also zu einem Haus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Ja. Okay, etwas übertrieben. Ehrlich. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistkappe. Es wird ja sogar noch ein bisschen lustig. Alles wird im Dunkeln gefangen. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Mhm. Das versuchen wir schon die ganze Zeit. Spiel, glaube ich. Da ist sie, der wandelnde Tannenbaum. Noch ein paar Kugeln und ein bisschen Lametta ranhängen. So. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Wenn jemand einen Schulbus vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Nach Night Springs. Und nicht zu der Ron. Ach, der hier. Oh, hinter mir. Oh, scheiße. Man kann sich dann auch nicht richtig bewegen. Und das... Warum macht das jetzt? Ja, ruh dich mal ein bisschen aus. Mann. Komm, hüpf. So. Das Auto ist aber demoliert. Das ist eine Feuerwehrwache. Oh, hier ist schon wieder so ein großes Ding. Das der gefällt Helikopter mir gar ist gleich nicht. Da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Beeilen das Sie sich. Gefällt mir gar nicht weg. Mit den vielen Feuerwehrfahrzeugen hier. Aber das gefällt mir. Mehr brauche ich nicht. Ah, ich habe noch was gefunden, was ich anmachen kann. Gut. Da sind auch noch mal Kameraden. Was soll jetzt wieder dieses blöde Video? Sie kriegen sie nie zurück. Thank you.
Lauf. Ah, nun nimm sie doch, Junge. Dann nach Plan. Da kommen sie. Wartet es schon wieder aus. Aber nun, er legt auch nicht nach, ne? Soll ich kommen? Was ist denn jetzt los? Hä? Geirrt. Mann, ich hab da vorne nachgeladen. Ich versteh's nicht. Warum legt er die Waffe nicht nach? Ich krieg einen Krampf hier. Hat er die jetzt nachgeladen? Weiterkämpfen. Wie viel habe ich noch? Zwei. Jetzt geht der gleich wieder aus hier. Oh, hier ist noch eine Kiste. Lauf. Mach auf. Na gut. Aber nichts wie hin. Ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Oh. Ich habe aber mit dem Jagdgewehr geschossen. Wie läuft's? Machen Sie dem ein Ende. Bringen Sie mich einfach zu Weaver, Chef. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Ja, so sieht das wohl aus. Fliegen Hubschrauber. Weiß nicht, wer man hier. Ich hoffe, Sie wissen, wie man das macht, Wake. Ich schätze, ihr New Yorker seid solche brenzligen Situationen gewöhnt. Klar, die Stadt ist ein Kriegsgebiet. King Kong, mutierte Alligatoren. Und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mein Kopter. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein. Nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar. Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Oh, schon wieder die ganze Tränen. Was ist da passiert? Besser! Das habe ich gewusst. Wollt hier rein? Weil ich genau das gewusst habe. Ich habe wieder nur so eine blöde Taschenlampe.
Und wieder keine Waffen? Oh, das ist immer... Das ist nicht nachvollziehbar. Warum ist das jetzt alles weg? Eieiei. Dann wollen wir mal... Oh! Ich hab nix! Alles weg! Lauf doch, Jung! Ich bin gleich weg hier. Ah, ich kann da rein. Schnell. Und nochmal. Ah. Keine Chance. Oh nein. Oh, ich hab mich gebückt. So, jetzt stehe ich im Licht. Jetzt könnt ihr mich mal alle. Und dass immer die ganzen Sachen weg sind, das ist unverständlich. In meinen Augen. Ich hatte eine bessere Lampe, ich hatte eine bessere Waffen, alles weg. Das ist alles aus dem Hubschrauber geflogen oder sowas. Naja, jetzt habe ich wenigstens wieder eine Schrotflinte und ein paar so eine Dinger und das davon. So. Muss ich hier durch oder was? Ich nehme aber erstmal die Pistole. Das ist nix, ne? Jetzt kann ich hier hochklettern. Und dann hier rauf. Das ging sogar. Und dann dahin und dann mache ich wieder das blöde Radio an. Da gibt es bestimmt ein Archivement. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegen. So, jetzt lad erstmal die Runde. Das kann nicht sein. Oh, das hört ja auch gar nicht auf. Oh, Jungs. Da lässt sich doch drüber reden. Nee, lässt sich nicht. Oh, ich bin gleich wieder tot. Ja. Eieieiei. Hauptsache, ich habe jetzt die ganzen Sachen hier auch. Eine gute Arbeit. Ach, das ist doch wohl fies, so Reihe. Ich will meine guten Sachen wieder haben, die ich hatte. Ich drück auf die Maustaste. Oh, der hat wieder nicht nachgeladen. Mach! Lauf! Wenn er läuft, lädt er nicht nach hier. Nimm die andere Waffe.
Oh! Hallo, Spiel! Das gibt's doch gar nicht. Ich rette mich jetzt hier ins Licht. Komm, 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 komm! Ins Licht, hab ich gesagt. So, jetzt aber. Oh, erholen. Alle Fackeln aufgebraucht. Sind die denn jetzt weg? Ja. Gar keine Chance mehr hier. Ah, die sind da noch drin. Jetzt kann er schon wieder nicht laufen. Meine Güte, ist das eine... Oh, wieder ein Video. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz ja. Nah. Aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Ja. Ich würde gern weiterspielen, Spiel. Danke. Der nächste Arena-Kampf. Ah, hier ist ein Symbol. Hier ist ein Symbol. Da, 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 da. Endgranate und Leuchtfackel. Er hat sie wieder nicht nachgeladen. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, man braucht sie nur einmal irgendwie anders bewegen und dann wird sofort alles abgebrochen. Das könnte es natürlich sein hier. Hier noch eine. Da kann ich nicht durch. Da sind Kabel. Die habe ich schon gesehen. Ich habe das den Schrieb gesehen, aber ja, da komme ich ja nicht rüber. Wartet mal, ich gehe noch mal gucken. Wie soll man denn da hinkommen? Da muss ich anders lang. Ich kann ja hier runter. Das mache ich jetzt mal auch. Oh, jetzt habe ich wieder auf die Uhr geguckt. Ich habe schon wieder überzogen. Meine Fresse. Das wollte ich doch nicht mehr. Na gut, dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.